Meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt geht es natürlich in den Keller runter, weil ich da das gute Stück stehen habe. Muss mal ein bisschen Licht einschalten. Vor einigen Tagen habe ich hier so einen Trocken-Nass-Sauger gefunden. Da habe ich mir gedacht, ich nehme das gute Stück mal mit, um zu testen, was da defekt ist. Vielleicht gibt es Einzelteile, die man gebrauchen kann, Schlauch oder der Motor oder sonst irgendwas. Ich habe das gute Stück angeschlossen. Das ist ein Kärcher WD3200, so ein Nass-Trockensauger. Angeschlossen ist er auch schon und jetzt werden wir einfach mal das Ding anschmeißen oder erstmal überhaupt mal gucken, was da defekt ist und was funktioniert. Auf der Seite können wir sehen, hier ist der Verriegler. Auf der Seite fehlt der Verriegler. Und wenn wir mal da reinschauen, sieht man, da ist gebrochen. Da ist der noch einigermaßen okay, aber das Ding wird so oder so nicht halten. Das heißt, das Ding braucht man hier komplett einen neuen Deckel oder man müsste irgendwas sich selber da machen. Aber total unnötig. Man muss das Ding nicht unbedingt wegwerfen, weil er funktioniert auch mit einem defekten Riegler. Jetzt heben wir das Ding mal hoch. Achso, hier ist er noch verriegelt. So, so sieht das da drinnen aus. Ganz simpel. Und dann haben wir hier natürlich das Ding. Hier drauf gehört ein Filter. Den haben wir jetzt natürlich nicht dazu gefunden. Aber man kann da was ganz Einfaches machen. Nämlich, man kann so einen Strumpf nehmen. Das filtert genauso gut den groben Dreck. Und das heißt, es kommt nichts Grobes in den Motorbereich rein. Einfach Strumpf oder von mir aus auch Socke nehmen. Drüber ziehen, mit Kabelbinder festziehen. Und damit hat sich das schon mal erledigt. Ja. Da sind ein bisschen ein paar Daten. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, ob das Ding funktioniert oder nicht. Wir setzen mal das wieder so drauf. Ja, so. Sitzt das gute Stück, angeschlossen ist es. Ihr habt gesehen, ich kann das Ding problemlos hochheben. Sobald wir das Ding anmachen, da ist dann so viel Unterdruck, dann hebt sich da nichts mehr ab. Das heißt, der funktioniert, der hat keinen Verlust, nichts. Wir gucken mal. So, da geht er ab. Also, wenn er in Betrieb ist, funktioniert er super gut. Da braucht man hier nicht verriegeln oder sonst irgendwas. Der baut den Unterdruck von alleine auf. Also kann man den ganz normal benutzen. Ja, wir werden mal sehen, was wir damit nochmal ein bisschen anstellen können. Vielleicht können wir da ein bisschen Sand saugen. Einfach mal zu gucken, was für eine Leistung der hat und wie viel Sand er wegsaugen kann. Und dann werden wir weiter testen. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich den gedacht, ich nehme den, um Autositz zu reinigen. Wenn man hier zum Beispiel die Sitze befeuchtet und diesen Schaum einreibt, Rasierschaum oder sonst was für einen Schaum, Polsterschaum. Und dann kann man damit wirklich super absaugen, weil der leitet das Wasser oder den Schaum, alles Flüssigkeiten nach unten, nicht wie die anderen Staubsauger, das wird alles ja in den Motorraum gelangen. Und bei denen ist gut, der spuckt das nach unten aus und Feierabend. Das heißt, da ist ja genug Volumen drin, dass der Dreck oder Wasser nicht nach oben kommt. Ja, super Ding, aber man sollte nicht unbedingt wirklich jetzt literweise Wasser damit saugen. Sonst, denke ich mal, geht das Ding auch kaputt. Aber so leichte Feuchtigkeiten sind damit, denke ich, gar kein Problem. Ich weiß nicht, warum die Leute das Ding weggeworfen haben. Wahrscheinlich wegen dem defekten Verriegler und den Luftfilter. Der war wahrscheinlich... Ups, ups, ups. Ja, so viel zu diesem Kärcher. Somit sage ich erstmal Ciao, Kakao, Leute, und bis demnächst.